Hier sind Best Friends. Weihnachten daheim. Servus. Servus. Servus, lieber Peter. Hallo. Hallo, servus. Er war noch letzte Woche mit der Steffi Werger in der Stadthalle. Mit wem hast du letzte Woche gespielt? Mit der Marianne Ment. Mit der Marianne Ment, wo? Bei mir zu Hause. Bei dir zu Hause? Mhm. Hättest du das auch gern gemacht, oder wie? Nein, ich glaube, ich hätte nicht fragen sollen. Ja, wahrscheinlich. Ja. Naja, ist mir wurscht. Und du? Was ich? Wo hast du zuletzt gespielt? Lego mit meinen halbwüchsigen Kindern zu Hause. Ich glaube, wir haben uns ein Beispiel an dir genommen. Okay? Jetzt sagen Sie noch einmal, mein Beruf ist leicht. Ja. So, was werdet ihr uns darbieten? Wir haben eine Weihnachts-CD mit österreichischen Weihnachtsliedern, eigene Lieder. Die heißt Weihnachten Forever und das Lied heute heißt Weihnachten daheim. Für alle die, die nicht den Sehnsucht haben, eine Fernreise zu buchen. Ist es modern oder was Stubenmusi-ähnliches? Nein, es ist ein modernes Stück, das der Thomas Faulhammer komponiert und getextet hat. Er war nämlich auf einer fernen Insel und hat dann Heimweh bekommen. Und darüber geht es in diesem Lied. Na, dann lass uns das hören, Thomas Strobel, Best Friends. Im Sand, es ist so heiß, ich brauch kein Gewand. Ich wollt nur weg vom Weihnachtsstress, ich hoff, du bist nicht bess. Einfach nur weg, auf und davon, vom kalten Winter in die Sonne. Den ganzen Trubel hab ich satt, weg aus der großen Stadt. An Weihnachtsstuhl von meiner Mann und viele Packerl unterm Baum, Vanille, Kipferl und ein Punsch, das war mein größter Weihnachtswunsch, wovon ich in die letzten Tag wirklich traum. Das ist Weihnachten daheim. Sandstrand und Meer, das ist eine Wucht. Hab einen 5-Sterne-Club gebucht. Ich hab mich täuscht, hab da keinen Spaß. Mir ist da viel zu heiß. Ich hab geglaubt, ich brauch die Hitz. Jetzt sitz ich blöd nur da und schwitz. Wann geht der nächste Flieger heim? Heim zu meinem Weihnachtsbaum. Denn schon nach ganz kurzer Zeit hab ich das doch schwer bereut. Ich brauch den süßen Tannenduft und auch die kalte Winterluft, wovon ich in die letzten Tag wirklich träum. Das ist Weihnachten, daheim war ich gern, weil jetzt ist mir da zum Rehren. Weihnachten ohne Schnee, glaubt's mir, das ist nicht schön. Noch drei Tage hat's mich nicht gefreut, keine Weihnachtsstimmung macht sie breit. Steckt euch die Schrimps doch an den Hut, mir geht's da gar nicht gut. Ich wollte der Köten kurz entfliehen, jetzt will ich nur mehr zurück nach Wien. Der ganze Club da ist ein Graus, warum bin ich nicht zu? Weihnachtsstuhl von meiner Mann und viele Backen unterm Baum, Vanille, Kipferl und ein Punsch, das war mein größter Weihnachtswunsch, wovon ich in die letzten Tage wieder.
Gut, ne? Super. Dankeschön, vielen Dank. Du bleib da, lass sie dazwischen, aber bleib bei mir. Da gibt es also jetzt eine CD davon. Ist das heuer das erste Mal, dass ihr so ein Weihnachtsprogramm zusammengestellt habt? Nein, wir haben über die Jahre mit dem Viktor Gernot ja weihnachtlich gespielt und da ist die Idee entstanden, dass wir auch österreichische Lieder machen. Also die CD gibt es seit 2 Jahren. Ja. Die gibt es auch bei uns auf der Homepage zu bestellen, wenn ich das dezent anmerken darf. www.bestfriendscx. Aufpassen. Also ihr kennt euch seit vielen Jahren. Gibt es die Best Friends als Best Friends? Das heißt jetzt als Band, ist das was Neues oder seid ihr da schon länger im Einsatz? Also das ist so eine Splittergruppe, kann man sagen. Du hast ja die Gruppe gesehen in der Jazzformation, ja, mit dem Gernot, ja, mit Viktor. Ja. Und ja, und wenn der Gernot unterwegs ist, dann sind wir zu viert auf Achse und machen das, was wir wollen. Sehr mit freiem Blick aufs Publikum, weil keiner davor steht. Und da machen sie auch dazwischen kabarettistische Einlagen. Wenn jemand Lust bekommt, du hast das gerade gesagt, dort gibt es alle Termine. Hast du ein paar im Kopf? Ich habe einige im Kopf, unsere Weihnachtstermine. 4. Dezember in Baden, Theater am Steg. Mhm. 13. Dezember, Waldhausen im Strudengau. Wem das nicht bekannt ist, ist der Geburtsort von Josef Hader zum Beispiel. Und am 20. Dezember, da sind wir dann in Wien, im Schutzhaus Zukunft auf der Schmelz. Das ist ein ehrwürdiger Laden. Wirklich. Absolut. Und das ist aber immer voll, die haben ein Stammpublikum dort im Schutzhaus. Ja, es hat sich gut etabliert, die machen sehr, sehr gute Werbung. Und es ist auch gut zu essen dort, gemütlich zu sitzen. Wir sind auch gern dort. 20. Dezember, Schutzhaus Schmelz. Mehr Werbung für die Best Friends können wir hier in der kurzen Zeit nicht machen, wünschen Ihnen aber großen Erfolg und viel Spaß allen Leuten, die dort hingehen. Danke, dass ihr mich besucht habt. Schönen Dank. Danke. Die gehört übrigens dir. Ich habe schon eine. Ich mache nichts, ich kann es verschenken. Cool. Dankeschön. Danke. Servus, servus, Vierte, servus, servus, servus.